Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale Heart of Winter. Oh, was habe ich mich gefreut auf diese Folge. Ja, ich habe so lange jetzt nicht mehr gespielt. Deswegen muss es jetzt unbedingt weitergehen. Wir sind noch im Drachenauge. Noch sage ich, weil auf der Karte ja gar nicht mehr so viel sein kann. Und wir wissen vom letzten Mal, dass hier auf der Karte, hier an dieser Seite, sich verschiedenste Bürger, sage ich jetzt mal, vermutlich aus der Stadt Kuldahar befanden, die offensichtlich hier gefangen gehalten worden sind. Das werden wir uns jetzt mal genauer ansehen. Und dann bleibt natürlich noch das hier unten aufzudecken. Die Frage ist, gehen wir erst hier runter und gucken, ob da der ein oder andere Gegner jetzt noch platt gemacht wird oder sagen wir mal eliminiert werden muss, oder kümmern wir uns sofort um die Befreiung. Ich glaube, sinnvoll ist es, wenn wir uns erstmal ins Getümmel Ja? stürzen. Ja, ja. Und deswegen Ich bin vorbereitet. kommt wieder unsere Standard-Buff-Runde hier an die Reihe. Ja. Genau. Und das machen wir jetzt. Bums, die Bums. Hat geklappt. Sehr schön. Und ich werde auch gleich schon mal den Speicherstand anlegen. So, LP048. Wunderbar. Prima. So. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, wir wollten mal die Rotation ein bisschen ändern. Wir werden mal. Konnte ich eh nicht sehen. Wie war das? Ich schätze, es war nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kommen musste. Ja, den Spruch kennen wir ja schon. Ne? Wir wollten die Rotation mal ein bisschen ändern. Wir wollten wie gesagt, mal ein paar andere Sprüche hören, aber natürlich nur so weit, bis wir hier bis Gefahr auftritt, dann kommt der gute Korolas natürlich wieder nach hinten, das ist ja wohl klar. Na, du sollst nicht alleine laufen. So, dann komm mal. Aber jetzt sagt er nichts, das ist ja auch klasse. Ist ja auch wieder klasse. So, wir waren auch da ganz oben gewesen. Und zwar hatten wir uns ja da in dem Schlangenlager so ein bisschen da zurückgezogen. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier zu den Leuten da gehen, ob der Corollas dann der Beste ist mit seiner Gesinnung, die ja nun, naja, sagen wir mal, geflissentlich etwas gewöhnungsbedürftig ist. So, das stecken wir hier nochmal ab. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Was könnte ich mit geschlossenen Augen tun? Tatsächlich. Also, wir haben hier jemand stehen. Unerschrocken wie immer. Bin Guckst du mal schon ein bisschen nach bereit. Fallen. Nicht, dass wir hier auf den letzten Metern uns hier noch die Finger verbrennen. Aha, da stehen noch mehr. Okay, dann können wir Ja? vielleicht Oh tatsächlich. ja. Es sind gar keine Gegner mehr da, okay. Das scheinen hier auch gefangene Dorfbewohner zu sein, ja. Gucken wir gleich. Ich will jetzt erstmal sicher gehen, dass wir hier eine. Nee, das war's. Echt. Oh, wir werden angesprochen. Danke, dass ihr uns von dem ekligen Echsen gerettet habt. Ich gehe jetzt heim. Lebt wohl. Auf Wiedersehen, mein Kind. Oh, wir haben Erfahrung gewonnen. Und zwar so viel Erfahrung, dass der liebe Beregar da aufgestiegen ist. Dankeschön. So, dann sprechen wir mal hier die Leute reihum an. Ich werde diesen grausigen Ort nie vergessen. Das glaube ich auch.
Zeit, mir ein paar Echsenlederstiefel zu machen. Ha! Das wird denen eine Lehre sein. Hm? Okay. Ich mag diesen Ort nicht. Ihr habt sie vermöbelt. Haha, yeah. Mhm. Dann wollen wir die Mama mal befragen. Wir sind frei. Endlich sind wir frei. Zeit, mir ein paar Echsenlederstiefel zu machen. Ha, das wird denen eine Lehre sein. Ja, das kennen wir schon. So, ist da hinten in der Ecke noch? Oh, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da kommen wir aber zurück. Wir wollen erstmal oben die Dorfleute hier noch ansprechen. Die Dorfbewohner. Stellt euch doch mal hier auf und ich schätze, ich muss. Ja, das ist in Ordnung. Der Gerwald wird alleine mal die Zeit totschlagen. So, zack. Komm, mach mal hin. Ja, geh mal vorbei, du. Hast du zugenommen? Ihr habt sie getötet. Es ist also wirklich getan. Haha, super. Wenn ihr nicht genau in diesem Moment gekommen wärt, hätte ich diese Echsenhintern den Berg rauf und wieder runtergetreten. Bestimmt. Wurde auch Zeit. Man hätte meinen können, ihr baut ein Eisschloss, bevor ihr die Echsenmenschen beseitigt habt. Ich wäre fast gestorben, wisst ihr? Aha. Ihr habt sie vermöbelt. Juhu, haha. Ja, prima. Okay. Was brauchst du? Dann gehen wir mal da unten gucken, wo die Tür ist. Mal schauen, was uns da so erwartet. Ja, war das ja jetzt tatsächlich kurz und schmerzlos hier im Drachenauge. Gerwald, was machst du? Nix machst du? Okay. Weiß ja nicht, wo wir dann da rauskommen. Aber wir gucken mal. Oh. Ich nehme mal an, das ist eine weitere Ebene. Ah. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn da gar nichts mehr gekommen wäre. Aber das machen wir später. Nein, das machen wir alle später. Ich bin bereit, Kommandant. Nachdem Berigard aufgestiegen ist, natürlich, selbstverständlich. Und ich würde ganz gerne in die Stadt nochmal zurückreisen und ein bisschen verkaufen und die Tränke auffüllen. Und das mache ich aber alles. Wollt ihr mit dabei sein? Kommt, machen wir zusammen. Alles klar, machen wir zusammen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Gehen wir mal hier rauf. Oh ja! Gut, dann mal los, Leute. Ja, die Tränke sind ja nun alle auf, also die Heiltränke zumindest sind ja alle aufgebraucht und wir haben zwar jetzt nicht so viel Zeug eingesammelt, einiges schon. Das eine oder andere war da jetzt noch zum Identifizieren. Dazu müssten wir auch mal gepflegt schlafen und vielleicht wäre es auch ganz sinnvoll mal, dass der ein oder andere hier mal ein Bad nimmt. Und sich den Bart schneidet und keine Ahnung, was sonst noch so alles so zu tun ist. Werden wir tun, werden wir machen. Ja, nehme ich euch mal kurz mit rüber. Jawohl! In die Stadt. Ha, ha, ha. So, Ach so, das war ja so ein kurzes Gebiet, genau, da brauchte man gar nicht so. Machen wir so. Machen wir so. Ja. Berigard? Hallo? Was ist mit dir? Ich bin bereit für Abenteuer. Möchtest du da noch da bleiben oder was? Wir kommen ja wieder, Berigard. Natürlich. So, cool, aha. Ja. Ich verstehe. Okay. Gut, Freunde. Zunächst einmal verkaufen. Darum, 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 da. Ja, das gehört halt auch alles ein bisschen mit da dazu. Ich meine, ihr könnt es ja überspringen, wenn es euch stört. Ja, das mit dem Level Up, das werde ich wahrscheinlich dann auch schon für mich alleine machen. All dieweil
ich schon möchte, dass anständig Punkte kommen. Und wenn er dann nur einen Hitpoint mehr kriegt, dann muss ich wieder laden. Und ich weiß nicht, ob ihr das so sehen wollt. Oh, ja. So, mal gucken. Was haben wir denn so zum Verkaufen? Die blöden Karawanenvertrag. Kannst du den nicht mal irgendwie loswerden? Den Dolch, normalen Schild, ein Kurzschwert. Ja, ich sag ja, viel war das nicht. Das Brandöl werden wir mal schön behalten. Erreweins Journal, glaube ich, behalten. Hä? Wo klicke ich denn wieder hin? Erreweins Journal, glaube ich, behalten wir mal. Man weiß ja nie. Du hattest jetzt hier noch so ein komisches Kettenhemd. Den Langbogen. Mhm. Da war einiges zu identifizieren, genau, ich sagte es ja schon. 12 Gegengifte, also wir haben ja in unsere Tasche, in unsere Tranktasche doch einige reingepackt. Gucken wir gerade nochmal, Corollas, zeig uns das doch mal. Du hast doch in deiner Tranktasche 2 Gegengifte, okay. Was hast du denn sowieso noch so irgendwie so Infravisionstrank im Dunkeln sehen, ja. Trank der Schöpferkraft, Gegengift, ne? Mamas Tee. Windigkeit. Ja, wer weiß, ob wir es brauchen, aber. Ich würde mal sagen, 2 da davon packst du nochmal da rein und das andere verhökern wir. Und was ist das? Heilungselixier, packst du mal weg. Kannst du das, kannst du identifizieren? Wer hatte den Schriftrollenbehälter? Irgendwann merke ich mir das. Naja, du sowieso nicht. Kannst das mal da rein packen. So. Dann versuchen wir das mal. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich möchte einfach nur, dass du den ansprichst. Ja, das ist in Ordnung. Das wird mir schon reichen. Wenn du nicht immer so viele Widerworte geben würdest. So. Und ach, er kauft die gar nicht, alles klar. Gut, brauchen wir. Ich sterbe, wenn du. Oh ja! Mann. Brauchen wir Pfeile bestimmt, ne? Wäre ganz gut, wenn ich erstmal reingucke. So. Was hast du denn an besonderen Pfeilen? Pfeile plus 1. Röhrepfeile und Feuerpfeile waren das, richtig? Und du könntest das Brandöl mal an Elfer geben. Geht das denn diesmal? Hallo, geht das denn diesmal mit dem Stecken? Diesmal geht es mit dem Stecken, das ist schön. Wie sieht's aus mit den Kugels? Mit den Kugeln. Ja, du hast eigentlich noch genug. Oh, du könntest. Nee, ich glaube, Kugeln haben wir genug. Vielleicht ein paar Pfeile mal noch. Ja? Nö, ich denk gar nicht dran. War nur ein Scherz. Ich mach's. Irgendwie bin ich jetzt dran vorbei an den an den Pfeilen. Hm. Ganz normale Pfeile, andere hast du nicht, ne? Na gut. Nehmen wir mal 2 Stacks mit. Kann ja nicht schaden. So. Und dann gehen wir jetzt mal hier zu dem Getränkehändler. Mal eine Kiste Heiltränke bitte. Wir haben zwar diese Heilungselixiere, aber die sind ja etwas speziell. Das heißt also, Krankheit wird damit auch geheilt. Muss man mal merken. Ja, das ist in Ordnung. Denke ich. Jo, das ist auch in Ordnung. Kannst mir glauben. So. Golas wollte was verkaufen. Gegengift 108. Und für 10 gibt er mir 200. Wenn ich es behalte, brauchen wir nie wieder Gegengift. Nee, ich glaube, verkaufen wir doch nicht. Komm, pack's mal. Behälter ist voll. Behälter ist voll? Wieder Behälter ist voll. Die Tranktasche ist voll. Ich
fasse es nicht. Ja, auch nicht schlecht. Gut, die Tranktasche ist voll. Jawohl. Oh ja. Die Tranktasche ist voll. So, okay. Heilungselixier. Und zwar 2, 4, 6, 8, 10, 12 mal 2, also 24. 24? Im Ernst? 12. Bin ich geizig, ne? Okay. Geh mal umsehen. Ich bin bereit, Kommandant. Jawohl. So, kannst du schon mal verteilen? 2. Hä? Ach so, ich kann das nur so machen. Sag bloß. Wer hat jetzt nur einen? Du hast 2 und du hast außerdem Trank der Lebenskraft und Trank der Steinform. Du hast jetzt 3, du hast nur einen. Also sowas aber auch. Trank der Stärke, ja. Du hattest hier von der Stärke her 16, deswegen hast du den, genau, verstehe. 2. Da ist ja noch mehr Gegengift. Passt das noch rein in deine Tasche? Shit, Chrome, ja, dann musst du das erstmal nochmal behalten, Ilfa. 2, sehr schön. Gut, dann geht's jetzt ab zum Gasthaus. Und solche Sachen. Und das war da oben, ja, genau. Also erstmal kurz überlegen. Und dann werden wir dort mal eine Runde identifizieren. Und dann nochmal schlafen, damit wir das wieder zaubertechnisch wieder in die richtigen Bahnen da lenken können. So, einmal rein bitte. So, dann zeige ich doch mal her. 3 Gegenstände waren es, ne? Habe ich das jetzt auch richtig gesehen? 3, ja. So, einmal schlafen. Was willst du denn jetzt schon wieder? Jetzt meckere nicht immer. Gar nicht dran. War nur ein Scherz. Sind auch Zimmer frei. So, wir gönnen uns mal den Bauern. Mach mal den Ring. Identifiziere mal den. Ich dachte, wir haben jetzt geschlafen. Hallo? Was mache ich denn heute? Mit Leichtigkeit. So, so war das doch. Ja. Mit Leichtigkeit. Dieser wertvolle Ring besteht aus schlichter Jade, um die mächtige Magie zu verbergen, die in ihm steckt. Der Schildring, so wird er genannt, der von dem Zauberer Biel gefertigt wurde, ist einfach und zweckmäßig. Biel, ein scharfzüngiger Magier von sonst geringem Ansehen, Schöpfer von Zaubern wie Biels fantastischem Bier und Biels zündendem Ball, erkannte, dass der Ring besonders wirkungsvoll gegen die feindlichen Magier war, gegen die er oft kämpfen musste. Als Biel vor 20 Jahren aus den Reichen verschwand, war sein Ring eines der vielen Stücke, die er seinen Freunden und Gefährten zurückließ. Doch da viele seiner Freunde und Gefährten geldgierige Taschendiebe waren, haben sie den Ring vermutlich bei der ersten Gelegenheit an den Meistbietenden verkauft. Okay, so kommt er also in unseren Besitz. So, kann Schildzauber wirkt auf den Träger, kann nur verwendet werden von Magiern,
Oder Doppelklassen, also Magier, Dieb, Kleriker, Magier. Also nur von Gandalf, oder? Gorlas, kannst du den eigentlich auch? Du bist ja eigentlich kein Magier. Du könntest den auch nehmen. Du hast aber ja Schild. Ja, du hast aber Schild. Du hast ein Schild. Also nimm du den mal. Gut. So, nächstes. Ein Dolch. Der grässliche Name dieser Waffe geht auf die Vorliebe seines ersten Besitzers zurück, sie seinen Feinden in den Rücken zu jagen. Aha, deswegen heißt das Ding Dornenscheide. Die lange Stiletto-Klinge ist speziell zum Durchdringen von Rüstungen ausgelegt. Cool. Der Meuchelmörder Belador aus Kalimhafen tötete mit dieser Waffe Dutzende Menschen, bevor er dem Gift eines leicht bestechlichen Dieners erlag. Okay, 1 bis 4 plus 1. ETW 0 plus 5. Nicht schlecht. Kann eigentlich von allen außer Klerikern verwendet werden. Ja, okay. Eins bis vier, 15% Chance, dass das Zielwesen wird geteilt. Oh, der ist schön. Was hast du? Schadenstipp Spitze. Also ich glaube, das tauschen wir mal aus. Das kannst du dann bei Gelegenheit mal verhökern. So, was haben wir jetzt hier? Noch ein Breitschwert. Aha. Erewains Breitschwert. Ja, das war der mit dem Journal. Dieses Breitschwert gehörte einst Erewain Schwarzgabe, dem Elfen aus Ereveska, auf Wanderschaft. Es wurde 1221 TZ von Graumänteln aus Ereveska angefertigt. Ereweins Schwert war ungewöhnlich für jemanden seines Volkes, da in der Regel leichtere Schwerter dort bevorzugt werden. 2 bis 8 plus 2 an Schaden plus 2 ETW 0. Widerstandsbonus plus 2 Rettungswurf gegen Stäbe plus 10% Säurewiderstandsfähigkeit. Waffentyp große Schwerter. Berigard, was hast du eigentlich so? Du hast ein Bastardschwert plus 1 und du hast den Morgenstern. Der Morgenstern 2 ist 8 plus 1. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. 2 bis 8 plus 1 plus 1 ETW 0. Und der hat gar kein... Doch, der hat auch 1 plus ETW 0. Das wäre besser. Und du hast... ja, du hast ja schon diese besondere Waffe. Tu mir doch die Liebe und... mach das mal so. Bastardschwert. Wollen wir das denn auch noch aufheben? Schadenstyp Wucht, das war ja gar nicht schlecht. Der hat dadurch ja einiges an Wuchtschaden halt auch gemacht. Also, aber zwei Klingen brauchst du eigentlich nicht. Dann kannst du die mal verkaufen. So, Quicksave. Und ich werde jetzt mal die Quicksave. Quicksave geht nur da. Ne, erstmal die Zauber zurück. Genau, die Zauber zurück. Die anderen lassen wir so. Oder machen wir hier mal... Flucht. Flucht wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir die mal zum Fliehen bringen würden. Das probieren wir einmal aus. Ja, das gefällt mir soweit ganz gut. Und das ist immer noch die Frage hier. Mensch, es wird Zeit, dass du aufsteigst hier. Okay, also nochmal eine Runde ratzen. So. Schlaft schön, sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt wieder an die frische Luft begeben. Wir speichern jetzt an dieser Stelle mal. Und ich melde mich wieder, wenn ich den Stufenaufstieg gemacht habe. Bis gleich.
So, das ging schneller als erwartet mit dem Aufstieg. Ich verstehe. Ja, ich auch. Wir haben jetzt 80 Hitpoints, das heißt plus 14 gegenüber vorher. Was natürlich nicht hier Maximum ist, aber ich denke mal, so langsam sollten wir hier nicht so viel rumdoktern. Also langsam können wir auch mal die regulären Stufenaufstiege machen. Also ab Stufe 6, also von 6 auf 7, sage ich mal, werde ich mir das mal angucken. Nur in Sonderfällen, wenn jetzt zum Beispiel die Magier wirklich nur einen einzigen Punkt da bekämen. Ja, da wäre ich etwas not amused. Des Weiteren haben wir einen weiteren Punkt auf große Schwerter gelegt, plus 1, weil denn der gute Beregard ja hier dieses schöne Breitschwert von Erewein gerade bekommen hat. Und wir ziehen jetzt weiter zum Drachenauge, geht's zurück. So, alle da? Ja, das ist in Ordnung, denke ich. Jo, denke ich auch. So, ein Herzwerk mit den kurzen Beinen kommt nicht so ganz mit. Oh, der Arme. Nö. Gar nicht dran. Conner und das Fühl. Ich mach's. Geh du mal nach vorne. Nicht drauf. Sag bloß. Geh du mal die Gruppe da runter. Sag gar nichts. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit tuschen. Ich bin bereit, Kommandant. Ich schätze, es war nur eine Frage der Zeit, bis es dann. Jawohl. Ha, ha. Ich bin bereit für Abenteuer. Ich glaube, es hat keinen Zweck, das auszuprobieren. Jetzt bin ich irgendwie falsch gelaufen. Sag mal, geht das noch? Geht's denn noch? Kommt schon. Kommt einfach mal rüber. Ja, ja, ja. Na? So, einmal schön buffen. Da liegen. Was bist du denn jetzt schon wieder? Klappe. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhalst. Hey. Ich bin vorbereitet. Was habt ihr denn da für einen Firlefanz getrieben? Ich bin bereit. Bereit. Ready to take off. Schön, wie er hier so die Luft wegschiebt. Oh, ja. Und runter geht's. So. Ja, und das sind zwei Echsenmenschen. Und da würde ich mal sagen, ich schätze, ich muss die Zeit totschlagen. Drauf und du hast Fernkampf an. Zu deinem Befehl. Du hast die Pflicht auch Fernkampf und du auch Fernkampf. Meinst du, die kriegen Angst, wenn du so schreist? Dann hau du doch auf den, wenn du den anderen nicht triffst. Und Beregard kriegt natürlich wieder auf die Nase da unten. Ist ja klar.
Beim Hinterherlaufen ist er der Langsamste, aber beim Angreifen steht er immer gleich ganz vorne. Was? Dafür darfst du jetzt auch einsammeln, ne? Ja, verrat's ihm nicht, aber gib ihm mal so eine kleine Heilung hier, so eine kleine Mittelschwere. Oh, das hat ja wirklich viel gebracht. So. Ich bin bereit, nö. Ich denk gar nicht dran. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich mach's. Elfer? Wow. Elfer, wie wär's, wenn du im Schatten verstecken fehlgeschlagen? Okay, dann kannst du auch Fallen suchen. Guck dich mal ein bisschen um. Okay. Das habe ich mir gedenkt. Ich bin bereit für Abenteuer. Drauf. Und Fernkampf. So, und jetzt die versammelte Mannschaft bitte da drauf. Zäher Echsenmensch. Der andere war ein zäher Echsenmensch. Na gut. Ja, ihr seid so böse. Ihr seid so richtig böse, böse. Ich sterbe, wenn du mir noch nicht böse, böse, böse. Böse, böse. So, ich wollte es mir mal kurz auf der großen Karte angucken. Also ist egal, wir sind relativ mittig. Ja? Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Behalte du den mal an, bitte. Oh ja. Ah ja. 2. Jawohl. Lassen wir sie mal kommen, ne? Ihr stellt euch mal hier schön auf. Mein Auftrag ist klar. Und ihr drei könnt aber schon mal draufzimmern. Auf den vielleicht. Ich bin vorbereitet. Immer bereit. Ich bin bereit, Kommandant. Bin ich mal gespannt, wie weit sie den schon mal runterschießen. Ich bin bereit für Abenteuer. Ui, wo ist Rodos? Erigard kriegt wirklich immer auf die Nase. Also. Nö, ich denk gar nicht dran. Woran liegt das? Ich mach's. Was willst du denn jetzt schon wieder? Mach du mal Hand auflegen bei Erigard. Und Lariel heilt sich selber mal ein bisschen. Das kann man ja nicht mit ansehen hier. Meine. Nee, das war der Falsche. Den da. Naja gut, er ist ja auch ein Frontkämpfer, ne? Lariel, einmal einsacken. Oh, du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Ich sterb, oh ja. Du stirbst, wenn du mich ärgerst. Aber dann lasse ich dich aber sterben, du. Elfa macht keine Gefangenen. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nur gedacht. Was haben wir hier? Ist das eine Brücke? Soll das eine Brücke sein? Ja, das soll eine Brücke sein. Oh. Oh, und da ist ein Durchgang. Oh, ein Troll. Irgendwas war da mit den Trollen, mit den Trollingern. Ja, jetzt aber mal ganz zügig da drauf. Bitteschön. Und ihr stellt euch mal bitte hier hinten auf. Denn wir wollen nicht. So, müssen wir gucken, treffen wir den denn auch alle? Lauf mal dahin. Ich will wissen, ob wir. Okay. Ich bin hier. Mach mal deine neue Geschichte. Dein Befehl? Den Alp. Wende mal den Alp an. Ich schätze, ich muss eine. Jawohl! Jawohl. So, jetzt seid ihr mal heldenhaft. Du bist auch mal heldenhaft. Und Säure. Versuch mal Säure.
Ach, das war schon zu spät. Er ist schon tot. Okay. Aus dem Alp ist nichts geworden, oder wie? Rolas wirkt Melf säurefrei. Bereit, ich bin hier! Ach so, ich hab das überschrieben, deswegen. Ja, natürlich, du kannst ja nicht beides machen. Ist aber in Ordnung. Wir stellen uns nämlich mal so auf. So, und während Kurulas noch nach hinten rennt. Ich bin bereit für Abenteuer und solche Sachen. Du gehst auf den, vielleicht solltest du mal den abfangen. Ich denke, ich bin bereit. Tatsächlich. Du haust uns mal das Gebet drauf. Du gehst wieder auf deine Pfeile, bitte. Pfeilinger. Und Kugeln. Wir wollen ja nicht zu sehr übertreiben hier, ne? So, die kommen so nach hinten. Und eine Spinne kommt noch hinterher. Wen greift ihr denn an? Du greifst ihn an, das gefällt mir, den Gerwald. Und du, weiß ich nicht genau, wen du da angreifst. Aber Elfa steht da direkt da vorne. Ich glaube, du greifst dann doch mal wieder zu deinem Kurzschwert und haust ihn mal so ein bisschen zwischen die Rippen. Und um der Elfa ein bisschen zu helfen, was soll es sein? Zimmert ihr mal so ein bisschen was drauf. Ja, brauche ich den Säurefall. So, das ging aber kurz und schmerzlos. Und was für eine Spinne haben wir hier? Eine Geisterspinne, okay. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit. Zwei Geisterspinnen. Du bist festgehalten. Alles klar. Dann müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Und dich hätte ich gerne wieder da hinten. Schießenderweise. Und du brauchst deine anderen Pfeile. Deine sind unwirksam. Jetzt komme ich. Ja, schieß mal. So wird's was, genau. So wird's was. Beregard ist noch festgehalten, das ist doof. Das war's. Ich schätze, ich muss eine. Klar. Hey Leute. An dem Beregard ist gar nicht festgehalten, der ist krank. Ist das Krankheit? Krank, tatsächlich. Geht das denn von selber weg? Gute Frage, nächste Frage. Weiß nicht genau, was macht denn Krankheit? Leider ist das ja nicht beschrieben hier, ne? Leider ist das nicht so beschrieben. Ah, die Geisterspinnen geben natürlich gut Erfahrungspunkte, das ist schön. Aber ich habe gedacht, das wäre abgeschlossen. Ich mache mal einen Quick Save. Also gegen Krankheit hätten wir ja im Notfall hier das Heilungselixier. Mach doch mal auf. Das Heilungselixier, das sollte ja gegen Gift und Krankheiten auch wirken. Und ansonsten haben wir nichts. Mamas Tee haben wir noch. Der so furchtbar schmeckt. Den haben wir einmal eingesetzt und der hat auch Krankheit geheilt. Tja, wenn. Ach, jetzt hast du nichts mehr. Vor Schreck hat er. Jetzt ist er nicht mehr krank. Vor Schreck, dass er das trinken muss. Auch nicht schlecht. Ja, liebe Leute, wir sind zeitmäßig leider am Ende des Parts. Wir werden jetzt noch schnell einsammeln. Jawohl, genau. Und machen dann im Anschluss gleich weiter. Also ich jedenfalls mache im Anschluss gleich weiter. Diesmal gab es leider nicht ganz so viele Kämpfe wie sonst. Dafür war es, so hoffe ich doch, für euch trotzdem auch interessant, mal
Kommandant. So, das Standard-Abenteurer-Programm so ein bisschen mitzubekommen. Ich will es nicht immer machen, aber ihr könnt ja gerne in den Kommentaren mal reinschreiben, ob es euch eher nervt oder ob ihr es gut findet, das auch mal mitzukriegen. Also ich spreche hier von der Rückreise nach Kuldahar, Waffen verkaufen etc., Stufenaufstieg, Ausrüsten und. Dieser ganze Selmon, der ja auch immer da dazugehört eigentlich. Bei jedem Abenteurer, das muss ja eigentlich sein. Wollt ihr sehen oder nicht, frage ich jetzt. Und das sagt mir dann das Licht oder nein. Eigentlich sagen mir das dann eure Kommentare. Wenn es beim nächsten Mal wieder weitergeht mit Let's Play Icewind Dale Heart of Winter hier an dieser Stelle bei Studio 5. Vielen Dank fürs Zuschauen und schneller reden kann ich nicht. Also bis dahin, tschüss.